Ja, hallo und herzlich willkommen, Helmut Bleich. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, um mit mir ein wenig über Alltagsrassismus und über die Kolonialzeit ein wenig zu sprechen. Sie sind ja deutscher emeritierter Historiker für neuere und afrikanische Geschichte. Und da würde ich mich jetzt erstes erstmal die Frage stellen, was hat Sie denn damals dazu bewegt, überhaupt sich mit diesem Themenschwerpunkt zu befassen? Eigentlich war ich mit dem Kaiserreich beschäftigt und kriegte als Dritt- oder Viertsemester die Frage gestellt, ob Namibia eine Siedlungskolonie war. Das konnte man ja mit Ja beantworten. Und als ich mich darin vertiefte, entdeckte ich den Genozid oder die Vernichtungsstrategie an den Herero und dann nachher auch an den Nama. Und 1956 war das noch verdammt nah an Auschwitz. Und die Sprache war ähnlich. Nicht der Begriff Konzentrationslager, der kam ja aus den englischen Konzentrationslagern im Burenkrieg, aber behandeln, vernichten und solche Sprache. Und dann bin ich letzten Endes dabei geblieben, die Dissertation ist daraus entstanden. Und dann haben mich die tansanische Hochschulleitung hatte mich dann, ich glaube, 1969 eingeladen nach Dar es Salaam, weil ich deren Leute kannte und ich hatte sie hier betreut auf ihrer Reise, sie ein bisschen in sozialdemokratische oder sozialistische Ecken gebracht, wie Genossenschaftsinstitut oder die internationale Abteilung des DGB. Und daraufhin haben sie Dankeschön gesagt und haben das Auswärtige Amt gebeten, dass ich dahin geschickt würde. Und das habe ich dann gemacht mit meiner Familie und den drei Kindern. Spannend, spannend. Und die Kolonialzeit der Deutschen, das ist ja auch, glaube ich, so Ihr Hauptschwerpunkt dann gewesen im Großen und Ganzen, oder? Kann man das so sagen? Nein, das kann man nicht mehr sagen. Okay. Die Kolonialzeit der Deutschen ist natürlich von mir in der Dissertation behandelt worden und sicher auch eine Reihe von Vorträgen. Und ich habe dann ja auch die Kolonialkriege, also gerade nach 100 Jahren dann 2004, also auch den Maji-Maji-Krieg und nochmal den Herero-Krieg behandelt. Nein, ich bin in die allgemeine afrikanische Sozialgeschichte gegangen und habe mir mit vielen Forschungsprojekten zunächst erstmal über die postkoloniale Zeit in Afrika, über die Kriegsbewältigung und Kriegsbeendigung von afrikanischen Staaten in diesen Bürgerkriegen wie dem Biafra-Krieg gearbeitet, Flüchtlingsfragen und dann nachher die Welten Afrikas vorgestellt und definiert und so weiter. Also da spielt die Kolonialgeschichte dann nur den allgemeinen Rahmen. Und zwar die Deutsche hört ja zu früh auf, wenn man so will. Ja. Und das heißt, wenn man die deutschen Kolonien studiert, kann man nicht den Prozess des sogenannten entwickelten Kolonialismus analysieren und schon gar nicht die Dekolonisationsperiode. Und die Deutschen haben ja auch überhaupt kein Verhältnis zu den Befreiungsbewegungen entwickeln können. Und dem bin ich dann anders nachgegangen und über Namibia kam natürlich dann auch die Beziehung zur SWAPO. Aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die deutsche Kolonialzeit, die wird auch gar nicht so viel besprochen, habe ich immer den Eindruck. Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit beispielsweise denke, da wurde dieses Thema ja gar nicht aufgefasst. Also man hat immer so ein bisschen Gefühl, es wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Kann man da zum Beispiel sagen, dass, ja gut, dass wir als Deutsche dann mit dem Finger auf die anderen zeigen können und sagen, ja, aber die haben viel mehr gemacht, wie es ja auch viele, viele Leute tun? Nein, das war nicht das Thema. Die deutsche Kolonialgeschichte ist in den 60er Jahren umfassend erforscht worden. Alle Kolonien, ausführlich, teilweise durch die sehr guten Leute wie Sebald in der DDR, dann durch mich und andere Kollegen und auch durch Amerikaner und Engländer. Das Problem war, weil gleichzeitig 1961 Fritz Fischer den Griff nach der Weltmacht geschrieben hatte und damit die Verursachung des Ersten Weltkrieges Deutschland zur Last gelegt hatte, war die Kolonialgeschichte Deutschlands gleichzeitig ein Angriff auf die gute alte Zeit des Kaiserreiches. Und das ist mit Hass erfüllt, abgewiesen worden. Das bürgerliche, konservative Deutschland wollte nicht, dass auch noch das Kaiserreich, nachdem der Nationalsozialismus unvermeidlich kritisiert werden musste, auch noch unter Beschuss
geriet. Und dadurch ist es, glaube ich, untergegangen. Also meine Dissertation ist hat eine Dreiviertelseite in der Zeit gehabt, hat eine Spiegelgeschichte gehabt. Man kann sich da gar nicht beschweren. Auch in den Schulbüchern stand der Herero-Mord. Das ist im Laufe der Jahrzehnte dann untergegangen. Sie haben sich ja sehr für diesen, für den, dafür eingesetzt, dass anerkannt wird, dass der, dass die Herero und Nama, dass davon im Völkermord gesprochen wird. Warum war Ihnen das so wichtig? Weil man kann ja auch sagen, ja gut, da haben jetzt aber 10.000 überlebt, das kann man jetzt nicht als Völkermord bezeichnen. Die Vollendung dessen, was ich Genozid jetzt nenne, ist, dass die deutsche Reichsregierung das gesamte Land und das gesamte Vieh enteignet hat, dass sie die Leute zwangsumgesiedelt hat, dass nicht mehr als 10 Personen oder Familien, das weiß ich jetzt nicht so genau, zusammen wohnen durften und dass alle der Zwangsarbeit zugeführt wurden. Oder wie der Kolonialschriftsteller Rohrbach schrieb, sie sollten ihrer nationalen Eigenheit entkleidet werden. Dieses, obwohl der Kanzler gesagt hatte, der Vernichtungsbefehl war gegen alle Regeln der Menschlichkeit und des Christentums. Und es gab eine Reichstagsmehrheit von SPD, Zentrum und Linksliberalen, die einen Antrag durchgebracht haben mit Mehrheit, dass das Land und das Vieh den Herero zurückgegeben werden sollte. Das ist eben nicht geschehen. Und Kaiser Wilhelm II. Hat sich mit der Vernichtungsabsicht Trotas so identifiziert, dass er den höchsten Orden, den Pour le Mérite, ihm gegeben hat. Ich habe natürlich andere Fastgenozide nicht verschwiegen. Ich habe in der Türkei, in Istanbul und auch im Südosten der Türkei durchaus über die Armeniergräuel berichtet. Und die wichtigste Arbeit ist auch in Hannover erschienen, nämlich die deutschen Generäle und Offiziere im Ersten Weltkrieg wussten ja alles. Und es hat Prozesse gegeben, wo das belegt ist. Ja. Wie hat sich denn die Kolonialzeit auf die Zukunft von Deutschland ausgewirkt? Was für Nachwirkungen kann man denn heute in der Gesellschaft davon spüren? Also was ist an Vorurteilen geblieben, Klischees, an Bildern einfach in Bezug auf schwarze Menschen? Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage. Erstmal die unmittelbaren Nachwirkungen waren die, dass die Nationalsozialisten, obwohl sie mit den Kolonien gar nicht mehr viel anfangen wollten, weil sie sagten, gegen die englische Seeherrschaft kommen wir nicht an, wir versklaven lieber die Slawen in der Sowjetunion, und das ist ihnen ja auch mit 27 Millionen Toten leider sehr weitgehend gelungen, waren die Nachwirkungen in dieser Weise nicht groß. Allerdings, weil eben es eine sogenannte koloniale Schuldlüge des Versailler Vertrages gab, wurde eben nur verherrlicht und beschönigt von im Grunde nationalliberalen Kreisen. Und dadurch gibt es ein sehr positives Bild über die deutschen Kolonien, über die treuen Askaris, die aber in großer Zahl in den Kampfhandlungen auch desertiert sind. Also da ist viel gefälscht worden. Ich glaube, dass die allgemeinen Vorurteile oder rassistischen Einstellungen auf Afrikaner, auf die Sklaverei in Afrika zurückgeht, auch wenn, abgesehen von den vorübergehend von den Brandenburgern, Deutschland am Sklavenhandel nicht beteiligt war, also mit Groß-Friedrichsburg, sondern allgemein, auch Heinrich Heine hat natürlich die Sklaverei beklagt und angegriffen. Ich glaube, da ist dieses Bild entstanden. Also das schon ist auch vor der Kolonialzeit war das. Weit vor der Kolonialzeit, ja, natürlich. Ja. Es war ja auch, das Exotische spielte dabei eine Rolle. Also entweder war es der edle Wilde, den man betrachtete, oder es waren die Hofmohren, die bei den Höfen da zum Glanz beitragen sollten. Das war aber noch nicht der sogenannte wissenschaftliche Rassismus des 19. Jahrhunderts. Da kam dann ja eigentlich erst hoch, dass es rassische Kriterien sein müssen, die die Völker unterscheiden.
Und zwar gibt es die Herrenrasse, das waren die Deutschen, oder die angelsächsische Rasse, das waren die Engländer und die Amerikaner. Und dann gab es unterentwickelte Bevölkerung, die man, selbst Hochkulturen wie China oder Indien, die man rassistisch, das deutete man rassistisch. In Afrika war alles, was auffällig groß, bedeutungsvoll erschien, musste von außen reingetragen werden. Das war die Hamitentheorie, dass die Afrikaner nicht zustande bringen können, sondern nur Leute von außen, also im Grunde vom Nahen Osten. Das hat sich da verschärft und dann gab es sicherlich auch Position, dass es gewisse Bevölkerungsgruppen geben kann, dazu gehörten, glaube ich, nicht die Afrikaner, die sich überhaupt nicht entwickeln können. Das wären Jäger und Sammler oder gewisse Indianergruppen im Amazonas oder so etwas. Sie hatten ja gerade schon auch angesprochen, dass es ein exotisches Bild von schwarzen Menschen gab. Und da haben sich ja auch so, ich sag mal so, zwei Wörter vielleicht, wie man Afrikaner und Menschen damals bezeichnet hat, auch etabliert. Einmal natürlich der Moor, den Sie gerade genannt haben. Und dann, was ja noch so ein bisschen schlimmer eigentlich war, die Bezeichnung der Neger, der als nicht entwickelt und nicht so klug wie der weiße Mann damit dargestellt wurde. Jetzt ist es ja natürlich so, das Wort Neger an sich ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr, also ist ja bei den Köpfen der meisten Menschen angekommen, dass es ein Wort ist, was man nicht verwendet, um schwarze Menschen zu bezeichnen. Das ist vielleicht noch bei alten Leuten der Fall, die das halt nicht oder nicht reflektiert haben später. Also zum Beispiel mir wurde das schon mal als Kind schon gar nicht mehr beigebracht, dass man schwarze Leute so bezeichnet. Und die Frage ist jetzt geht die heutige Gesellschaft geht noch ein Stück weiter und sagt, okay, das Wort soll auch gar nicht mehr ausgesprochen werden, sondern es soll nur noch von dem N-Wort die Rede sein und es soll auch gar nicht mehr reproduziert werden in Büchern, Filmen, Geschichten. Wie ist da Ihre Ansicht? Also das geht ja auf Entwicklung in der afroamerikanischen Gesellschaft zurück und die Amerikaner haben sicherlich, oder die US-Amerikaner haben sicherlich ein größeres Problem damit, dass sie mit 18% ihrer Bevölkerung, die ja nur teilweise schwarz ist, sondern die sind ja Mischbevölkerung aus europäischen Vorfahren und afrikanischen und manchmal überwiegen die europäischen Vorfahren bei weitem. Die haben für den inneren Diskurs in Amerika das jetzt ja extrem gesteigert. Jetzt darf ja nicht mal mehr die Rede von Martin Luther King, dass er selber sich als Neger oder Negro bezeichnet hat, zitiert werden, weil man da ein N-Wort verwendet. Das halte ich für absurd, dass man die Quellen verfälschen soll und nicht mehr nennen darf, wenn man natürlich eine Distanz entwickelt zu diesem Wort. Zweitens, es sind völlig unberechenbare Moden. Als ich in Tansania unterrichtete oder auch in Südafrika sehr oft war, war klar, Black is beautiful oder eben mehr beautiful. Jetzt ist Schwarzfahren ein Unwort geworden, obwohl natürlich kein Mensch von uns daran denkt, dass das mit Afrikanern assoziiert werden sollte, sondern schwarz steht für illegales Fahren und hat mit diesem Rassismus überhaupt nichts zu tun. Das heißt, sie schreiten über alle Grenzen und kennen auch die Zusammenhänge nicht mehr. Und das ist dogmatisch und abwegig. Also zum Thema Schwarzfahren. Also ich glaube, da geht es halt auch darum, dass sagen wir mal, man fährt mit einem Afrikaner Bahn und dann steht da, Schwarzfahren ist illegal und dann guckt man sich das an und macht darüber einen Witz. Ich glaube, das war so die Assoziation, die da gesetzt wurde, dass man gesagt hat, okay, aber das ist ja, dann bezieht man das darauf, auf die Hautfarbe wieder. Ne? Aber da ist halt auch wieder die Frage, die ich mir stelle, was darf man dann an Witzen oder machen? Darf man über Minderheiten Witze machen oder sollte man es komplett lassen? Oder ist das dann auch wieder eine Ausgrenzung von Minderheiten, wenn man sagt, wir machen gar keine Witze mehr darüber? Witze und Minderheiten ist ein
riesiger Begriff. Ja, Also klar. kein Mensch weiß, dass die Polen bei uns Minderheit waren mal. Ja, die sind im Ruhrgebiet so aufgewachsen, haben Fußball-Schalke 04 mitbegründet und zum Siegen geführt. Und die ganzen Schimpfworte über die Türken und über die Italiener, die sind alle verschwunden, weil es zu den Regeln von Einwanderungsprozessen gehört, dass man 1 bis 3 Generationen braucht, bis sie sozusagen unsichtbar werden. Mit den Ausnahmen, wenn sie sich religiös ganz deutlich erkennbar machen, mit dem Kopftuch oder Juden mit ihrem Käppi, dann bleiben sie natürlich sichtbar. Aber das sind ja auch dann Ausnahmen. Die meisten sind so integriert, dass man sie in diesem Sinne nicht mehr sieht. Und da gibt es, da macht man über sie eventuell Witze wie über Deutsche oder andere auch. Ja, es gibt ja zu allen Menschen aus allen Kontinenten gibt es ja Witze und Klischees vor allen Dingen. Es sind ja vor allen Dingen immer Klischees, die da bedient werden. Ne? Was weiß ich. Aber diese Rassismusdiskussion ist ja auch sehr einseitig. Auf der einen Seite ist klar, dieser wissenschaftliche Rassismus und diese Rassismustheorien, die ja nun auch gerade von Deutschland aus ein riesiges Unglück produziert haben durch den Nationalsozialismus und seinen rassistischen Expansionskrieg und die Vernichtung von 6 Millionen Juden. Dieser wissenschaftliche Rassismus ist schon ein Problem für sich. Aber es gibt natürlich in allen großen Gesellschaften institutionalisierten Rassismus. Das Kastenwesen in Indien, wenn auch religiös konnotiert, ist rassistisch. Auch die Han-Chinesen diskriminieren Minderheiten aufgrund ihres kulturellen Überlegenheitsgefühls. Und im Osmanischen Reich und in der arabischen Welt bestanden über Jahrhunderte Sklavengesellschaften und diese Stigmatisierung ist nicht verloren gegangen oder ist in eine Art Misshandlung der Wanderarbeiter mit rassistischen Zügen weitergeführt worden. Das heißt, man muss schon die Rassismen der Welt in den Blick nehmen und man muss sich fragen, warum dieser europäische Rassismus was Besonderes ist. Ich argumentiere mit Pomeranz, dass es tatsächlich, und jetzt gehe ich vom Rassismus zum Kolonialismus über, der Kolonialismus, der europäische Kolonialismus, eine Sonderform der weltweit üblichen Eroberung war. Und zwar, weil mit der Entwicklung des Kapitalismus und der Industrialisierung und den damit verbundenen Machtmöglichkeiten die gesamte Welt durchdrungen worden ist und strukturell grundsätzlich verändert, ohne Ausnahme. Und diese grundlegende Veränderung durch den europäischen Kapitalismus und durch die Industrialisierung, an denen sich jetzt Chinesen, Inder, Brasilianer mit beteiligen inzwischen, aber sie sind trotzdem so auch durchdrungen worden, das ist das Besondere am Kolonialismus. Das unterscheidet ihn von den anderen Eroberungen, sicherlich auch von den vielen Eroberungen, die in Europa selber zwischen Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien oder wo auch immer durchgeführt worden ist oder Napoleon ist bis nach Moskau marschiert. Ja. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass also die Europäer haben gewissermaßen mit ihren Ansichten und so im Kolonialismus ja auch so ein bisschen den Stempel und ihre Sichtweisen aufgedrückt. Obwohl auch Europäer. Das eine Vereinfachung ist. Ja. Also die englische Kolonialherrschaft in Indien hat natürlich die indischen Fürsten besiegt. Ja. Hat aber immer, dazu gibt es die Theorien des Orientalismus, diese Hochkultur hochgeschätzt. Hat auch viele Anglo-Inder aufsteigen lassen. Hat aber zugelassen, dass die Unberührbaren und die unteren Kasten und dergleichen in dieser Agrargesellschaft missbraucht werden konnten. Da drückt sich der Rassismus,
der Engländer eigentlich auch mehr in Richtung Unterschichten aus. Vielleicht kann man dazu sagen, wo ist der Rassismus eigentlich grundsätzlich her entstanden? Und ich glaube, aus den Herrenkasten, aus dem Feudaladel. Der Adel hatte blaues Blut. Das war die Unterscheidung von den Bauern und den bäuerlichen Unterschichten. Und das ist dann im Rassismus des Nationalstaates verbürgerlicht worden und zu einem generellen Prinzip geworden. Aber diese feudalen Herren in Indien oder in China oder auch die kreolische Oberschicht in Lateinamerika gegenüber den Indianern und auch der afrikanischen Sklavenbevölkerung speist sich aus denselben Quellen, dass Herren die Unterschichten verachten. Und das ist eine ganz große Quelle der Diskriminierung. Hm. Die setzt sich fort. Ich glaube, dass 2/3 der Menschheit in prekären Arbeitsverhältnissen, in Verhältnissen von unfreier Arbeit, in diesen großen Gesellschaften eben massiv diskriminiert werden. Und diese unfreie Arbeit wird jetzt durch die Debatte über den speziellen europäischen Rassismus und den Kolonialismus an den Rand gedrängt. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch ideologisch erwünscht, dass man sich mit den wirklichen Problemen unserer Gegenwart nicht auseinandersetzen muss, weil unsere Unternehmen ja diese prekäre Arbeit in Anspruch nimmt. Könnte man das so bezeichnen, dass man, die Leute, die weniger Möglichkeiten haben, eher unterdrückt werden als Leute mit hohem Ansehen? Ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Also Leute mit hohem Ansehen werden natürlich auch erobert und aus der Macht gedrängt und verbannt und umgebracht. Also es gibt afrikanische Fürsten, die, wenn die einen Staat eroberten, mussten sie alle, die Legitimität hatten, umbringen. Das heißt, da sind 200 Adelige in Segu umgebracht worden von Umatal, weil keine Erbansprüche auf Herrschaft überleben sollten. Das ist ein verbreitetes Phänomen, dass man königliche Clans nach Möglichkeit ausschaltet, wenn man sie wirklich erobert hat. Ja, also was man ja auch immer wieder hört, und da kommen wir vielleicht auch mal zu dem Punkt, wovon Sie auch speziell, ich sag mal, betroffen waren, in Anführungszeichen. Sie hatten ja Im März war das. Oder im März sogar schon. Da wollten Sie, sollte eine, ich sag mal, Diskussion geführt werden. Also Sie wollten erstmal einen Vortrag darüber halten, über Kolonialgeschichte, ja. Genau, über die Kolonialgeschichte. Aus der Sicht, glaube ich, von den Afrikanern auch. Ja. Und da sollte dann auch eine Bewegung, die Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik, also die IDIRA. Ja, das ist eine kleine Gruppe von 8, 9 Frauen. Ja. Und davon mögen ein oder zwei afrikanischen Hintergrund haben. Mhm, genau. Und die sollten da auch, ich glaube, wegen einer Petition haben sie sich da auch angemeldet, und dann sollte noch eine kleine Debatte geführt worden. Das wurde dann abgesagt, und da zitiere ich auch die Dira einmal kurz: Jene weißen Menschen, die über die Thematik sprechen, sollen ihre eigene Position in diesem Kontext reflektieren können, und diesen Eindruck hatten sie bei ihnen nicht. Genauso mangelte es an wertschätzendem Umgang und Augenhöhe. Wie genau lief denn dieses Gespräch damals ab? Also diese IDIRA-Gruppe lügt. Ganz einfach. Wir wurden in eine Digitalschaltung eingesetzt. Mhm. Und der das erste Wort ergriff, das war die IDIRA, dass ich als alter weißer Mann grundsätzlich nicht über Afrika arbeiten kann. Mhm. Also grundsätzlich? Also grundsätzlich. Gar nicht auch? Nein, grundsätzlich. Ja, okay. Und daraufhin habe ich gesagt, das ist ein genereller Eingriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Es gibt eine Erklärung davon, die kann ich Ihnen auch zuschicken.
Und dann haben sie sich aus dieser Veranstaltung entfernt. Ja. Und daraufhin hat dann eine dieser Sachbearbeiterinnen diese Veranstaltung abgesagt. Die andere Veranstalterin hat mich dann sofort eingeladen zu einem Rat, zum Vortrag, der im November stattfinden wird. Wohl auch digital jetzt. Das sind Dogmatiker, die von mir nichts wussten, nichts kannten. Und es ist absurd, dass ein Historiker und Intellektueller, der in Afrika gelebt hat, nicht reflektiert über seine Position. Das ist völlig abwegig, aber ich meine, Dummheit und Unkenntnis ist eben einfach nicht zu überbieten, wie bei dieser Gruppe. Okay, ist das vielleicht dann auch wieder Rassismus in die andere Richtung, wenn man sagt, weiße alte Männer dürfen über dieses Thematik nicht sprechen? Oder? Ja, Wolfgang Thierse selber, der ja auch betroffen worden ist auch mit anderen Minderheiten, nämlich sexuellen Minderheiten, hat das ja umgekehrten Rassismus genannt und er hatte auch vollkommen recht. Und wenn die Oberideologin dieser Bewegung hier in Deutschland, Natasha Kelly, die über Afrikaner in Deutschland promoviert hat in Münster, sagt, wir sind alle, ganz egal, wer wir sind, Hauptsache wir sind weiß, sind systemische Rassisten. Und damit ist sie ein systemischer Rassist. Und das übernehmen eben auch diese jungen Damen da im Facebook. Ja, ja. Und dann kriegt man ja immer auch das Gegenargument, dass es keinen Rassismus gegen weiße Menschen geben kann, weil wir ja die Privilegien haben. Dass die nicht das haben. Ist eine so, auch wieder von totaler Unkenntnis. Schon die antike Sklaverei versklavt Weiße aus Georgien, aus den Balkanländern, aus dem Schwarzen Meer und Perser. Venedig hat Frauen und Mädchen aus dem Trient und aus der Lombardei am Rialto verkauft. Das Osmanische Reich hat in Serbien, Rumänien, Bulgarien die Sklaven für ihre Sklavenarmeen rekrutiert. Und natürlich auch aus Georgien und Araber haben Turkvölker rekrutiert. Das heißt, ein Großteil der Sklaven im Laufe der Weltgeschichte bis ins 19. Jahrhundert auf jeden Fall, ist stark von weißen Menschen geprägt, die versklavt worden sind. Im Mittelmeer sind zwischen 1600 und 1830 1,2 Millionen Europäer versklavt worden. Symbolisiert bei Mozart Entführung aus dem Sarai, eine dieser, die da dann im Osmanischen Reich gelandet ist. Und Hamburg und Lübeck haben Sklavenkassen gegründet und auch Genua, um ihre Leute, die da gefangen, die sind alle wegen Lösegeldforderungen gefangen worden, um die wieder freizukaufen. Also Sklaverei war ein umfassendes System und das gilt natürlich auch für die antike Sklaverei in Griechenland. Ja. Deswegen verbieten ja inzwischen amerikanische Universitäten, dass diese Bücher frei zugänglich sind, was Platon und was Ovid geschrieben hat. Goethe übrigens auch, weil er nicht gendergerecht schreibt. In Amerika sind das Verbotsgründe, sie in den Glasschrank. Die verbrennen noch nicht, aber sie packen das in Glasschränke. Also die verbieten Goethe, weil er noch nicht gendergerecht geschrieben hat? So ist es. Ja, das ist eine solche Zuspitzung, ahistorische Zuspitzung von Zuordnungen, die den Zeitgeist, in dem die damals geschrieben haben, überhaupt nicht berücksichtigen. Oder in diesem Falle, natürlich lebten Platon und Ovid in Sklavengesellschaften, das wissen wir alle, dass das Römerreich, die griechische Kultur auf Sklavenarbeit begründet und dennoch haben sie wesentliche philosophische Einsichten produziert, die sich das lohnt, weiter zu durchdenken und die immer noch weiter durchdacht werden. Das ist völlig ahistorisch, alle für alles verantwortlich zu machen. Ja, nee, sehe ich ganz ähnlich, Also mich verwundert das auch in letzter Zeit immer wieder, dass man wirklich sagt, dass weiße Leute keinen Rassismus erleben können, das halte ich auch für absurd einfach. Ne? Also das Absurde ist ja daran, die Charakterisierung
für Eingeborene als faul, dem Alkohol verfallen, zu viele Kinder und Polygamie. Mhm. Nicht Polygamie jetzt im formellen Sinne, wurde ja für die Unterschichten in Deutschland vom Adel, von den Grundherren auch verwendet. Der Sprachbegriff, was Unterschichten sind, kommt aus Europa und ist auf Europäer angewandt worden. Es sei denn, dass man sagt, Unterschichten sind grundsätzlich keine Europäer. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die IDIRA-Sache. Ich habe mir die Dokumentation Schweigalter weißer Mann, dann vom ZDF war das, glaube ich, habe ich mir angeguckt. Und da hat dann auch die Natascha A. Kelly nochmal Bezug zu ihren Aussagen genommen. Ja. Ne? Da waren auch interessante Aussagen dabei, wie einmal Weißsein ist der Kern von Rassismus. Gut, da haben wir jetzt ja eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und er kann über den Kolonialismus aus seiner weißen Perspektive sprechen, aber das ist eine andere Geschichte. Und da dachte ich mir, inwiefern ist das eine andere Geschichte? Ja, das ist also diese Vorstellung, dass nur die Betroffenen und am besten noch nur die Opfer über ihre Geschichte berichten können, macht den Blick für andere Kulturen und Entwicklungen unmöglich. Das ist eben der grundsätzliche Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Nur, wenn sich alle, die einen Tropfen schwarzes Blut in ihrem Blut haben, zu Opfern erklären und alle Afrikaner zu Opfern erklären, dann sagen sie, auch die Sklavenhändler sind Opfer, auch die Sklavenjäger sind Opfer, der Hochadel in Afrika und die Monarchien, die diese Sklaven zu Millionen und fünfmal so viel wie über den Atlantik oder über die Sahara gegangen sind, sind die auch alle Opfer. Und ich werfe ja der Diaspora hier auch vor, dass sie ja hier sind, unter anderem, weil sie vor Diktatur, Militärdiktaturen, Misswirtschaft, Kleptokraten geflohen sind. Und die machen sie mit zu Opfern. Das ist eben völlig abwegig, unhistorisch. Und damit verleugnen sie ihre eigene Geschichte. Und natürlich kann ich, indem ich Quellen und Literatur und auch Ethnologen, die gründlich geforscht haben, auswerte, kann ich auch sogar in Vorstellungen, vielleicht sogar Gefühle afrikanischer oder anderer Beteiligter als Historiker natürlich urteilen. Es gibt immer Reste, die man nicht auflösen kann. Ich kann zum Beispiel als agnostischer Mensch die tiefe Religiosität in den Kulten der Afrikaner beschreiben, aber emotional natürlich nicht nachvollziehen. Das ist, aber beschreiben kann man immer noch. Ja. Und man kann die Tiefe dieser Bindung erkennen. Man hat vielleicht nicht diese Emotionalität, aber man kann es ja trotzdem sachlich wiedergeben und beschreiben, wie das aussieht. So ist es. Genau. Mhm. Ja, und dann ist ja auch das Problem, das ist, was ich zumindest oft mitbekommen habe, und das war ja auch bei Ihnen mit der IDIRA der Fall, dass die Rassismus Initiativen auch gar nicht für so Diskussionen bereit sind meistens, sondern auch sehr oft dann absagen, wenn sie merken, okay, das wird eine Debatte und da wird nicht den Betroffenen nur zugehört, sondern da sagen dann auch Weiße was zu. Ähnlich war es zum Beispiel bei der WDR-Sendung, die hieß Warum hat Rassismus mit uns allen zu tun? Die haben sie nochmal extra umbenannt. Und die hieß eigentlich vorher Freiheit, Gleichheit, Hautfarbe. Und auf diesen Titel haben sich dann diese drei schwarzen Frauen, die eingeladen wurden, größtenteils aufgehängt und gesagt, ja, erstmal der Titel funktioniert nicht mit Hautfarbe. Und da hat auch die Frau Perla Londolo, ich hoffe, ich spreche sie hier richtig aus, gesagt, das wird eher eine Debatte, anstatt den Betroffenen zuzuhören. Und wie Sie ja gesagt haben, macht das Sinn, nur den Betroffenen zuzuhören, oder sollte man auch mit den weißen Menschen darüber diskutieren, was sinnvoll ist und was nicht? Also wenn wir in der Welt nicht mehr miteinander diskutieren, im Zeitalter der Globalisierung, dann können wir einpacken. Das ist völlig
abwegig, dass man nur dogmatische Diktate von Leuten, die von Afrika keine Ahnung haben. Meiner Meinung nach ist Natasha Kelly noch nicht in Afrika gewesen. Hm. Möglicherweise nicht mal in den USA. Sie ist in London geboren, hat in Münster promoviert und lebt in Berlin. Und ich habe in ihrer Biografie keinen Hinweis gefunden auf Erfahrungen außerhalb dieser europäischen Herkunft. Wie will die über Afrika kompetent reden, während ich nicht reden kann und soll? Das ist völlig abwegig und das ist eine rassistische Arroganz sondergleichen. Die Sache ist ja auch die ich mich immer frage, okay, diese Aktivistinnen wie Natasha Akeli reden jetzt, sind so ein Sprachrohr, sage ich mal, aber was sagen denn eigentlich die Betroffenen oder die schwarzen Menschen, die sonst überall leben, dazu? Haben die gleiche Meinung? Ist das alles so? Oder sagen die, eigentlich geht es soweit alles okay und in Ordnung? Ne? Nein, das ist ja ganz auffällig. Also nehmen wir mal meinen Fall. In der Ratsfraktion der CDU ist ein Abgeordneter, Ratsherr mit afrikanischer Abkunft. Der hat gesagt, die zerstören unsere Integration. Die Aktivistin. Ja. Und in der Süddeutschen Zeitung hat es Artikel gegeben, das war eine Russin, die sagt, auch unsere Integration wird durch diese Exklusion der Minderheiten gefährdet. Da gibt es eine ganz starke Stimmung dagegen. Oder in der digitalen Sendung des Schauspielhauses in Hannover haben zwei, ich nenne sie mal People of Color, die also afrikanische Vorfahren hatten, zum Teil und zum Teil nicht. Die eine hat ein Buch über zwei afrikanische Halbbrüder geschrieben, die Brüder, halten überhaupt nichts von dieser Ausgrenzungsdebatte. Sondern leben hier in Deutschland, leben teilweise auch gerne in Deutschland, haben selbst in Leipzig einen Platz gefunden, wo es ja gar nicht so einfach ist, wenn man People of Color ist. Die wehren sich. Nur jetzt ist im Moment Mode, die Betroffenen nur von einigen Aktivistinnen zu hören, bestimmen und zu lassen. Ja, genau. Dann gibt es ja ganz viele Leute auf Twitter dann. Also Twitter ist ja vor allen Dingen so das Feld, wo dann sowas immer sehr, sehr hochgekocht wird, sage ich mal. Und da lese ich dann halt auch immer wieder interessante Dinge, wenn dann Leute schreiben, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, weil zum Beispiel es nur eine bestimmte Pflasterfarbe in der Hautfarbe von weißen Menschen gibt. Oder, was ich auch gelesen habe, war, dass schwarze Menschen halt weniger Sachen im Drogeriemarkt oder an Sachen finden für ihre Hautfarbe und deswegen strukturell, sage ich mal, ausgegrenzt werden in der Gesellschaft. Und ich frage mich in dem Punkt dann immer, aber hat das nicht auch etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun? Einfach ist das nicht einfach so, weil Deutschland eine weiße Mehrheitsgesellschaft ist und aufgrund dessen die Produkte mehr auf weiße Menschen ausgelegt sind? Ja, ich meine, über Amazon können die natürlich in Amerika einkaufen. Also. Ja, das geht. Es gibt klar. Überhaupt gar keine Gründe. Das sind so hergeholte Geschichten. Ich habe ursprünglich, das war mein Impuls, bevor die Idira mich so behandelte, wie sie es gemacht hat, zu sagen, was ihr macht, dass ihr die Diskriminierung von Afrikanern oder People of Color bekämpfen wollt, hat meine volle Sympathie. Wir haben in den 60er Jahren, also 67 war es, glaube ich, haben wir am Hamburger Hauptbahnhof Ghana und Nigeria, die waren vor dem Militärputsch gegen Nkrumah geflohen oder wegen des Biafra-Krieges, denen haben wir Sprachkurse angeboten und mein Freund im Haus der Jugend hatte sie sowieso schon aufgenommen, die schliefen da immer und wir haben dann die Kurse da
entwickelt. Daraus ist die größte Fremdsprachenschule Deutschlands geworden. Wir haben uns selbst drum gekümmert in 1967 und folgende. Das sollen Sie tun. Oder ich habe im Gespräch, im digitalen Gespräch mit der SPD gesagt, die SPD sollte sich in ihrer Wohnungspolitik, also im Rathaus, darum kümmern, dass die Wohnungsabweisung durch Minderheiten verringert wird. Und die hatten auch spontan zugestimmt und sagt, ja, sie würden mit den Genossenschaften reden. Mhm. Also da kann man dran arbeiten und da können auch die Leute konkret dran arbeiten. Übrigens, die werden überschätzt, weil sie sich so in den Vordergrund stellen. Ich bin von meinen Enkeln darauf aufmerksam gemacht worden, dass in YouTube einer der Kommentatoren mit 1,5 Millionen Followers sich völlig auf meine Seite gestellt hat. Ja. Und 1,5 Millionen ist ein bisschen mehr als diese 8 Damen. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Aber das sieht man generell auf YouTube, dass es, also ich sehe es ja generell immer wieder, dass es auch in den anderen sozialen Netzwerken immer so ein bisschen zwei Lager gibt, die sich da so ein bisschen trennen voneinander. Ja. Einmal die Leute, die die gleiche, ich sag mal, ja, Gesinnung oder Weltanschauung haben wie die Idira zum Beispiel. Und dann natürlich die Leute, die sagen, okay, das ist aber, wird alles so ein bisschen zu übertrieben jetzt, ne? Also jetzt, wenn wir das so handhaben, dass, weiß ich nicht, alles direkt als rassistisch gilt, auch, weiß ich nicht, so Aussagen wie, wo kommst du her oder so, auch die, dass man da direkt die Rassismusstempel aufgedrückt bekommt, dann verwischt man ja so ein bisschen den richtigen Rassismus, den es ja auch tatsächlich gibt und der auch schlimm ist. Ne? Also nach der Herkunft, eine Frau fragt auch jemand, wenn er bayerisch spricht. Erstens. Ja. Zweitens, in Afrika habe ich häufig zum Beispiel jemand, der uns durch den Elefantenpark geführt hat, gefragt, woher er kommt. In Afrika. Hm. Und er sagt, ich bin Giriama. Ja, darüber habe ich einen Aufsatz geschrieben. Da haben wir uns ausgetauscht. Er wusste genauso viel über die Geschichte seines Volkes, wie ich, die eine Ethnologin, gelesen hatte. Ja. Ja. Und wenn man jemand anders sagte, woher kommen Sie? Ja, ich komme aus Musoma. Ach, sagte ich, kennen Sie Charles Magoti? Der hat bei mir promoviert. Ja, Charles, das ist ein sehr, sehr guter Distriktsvorsitzender und so weiter. Also natürlich kann man sinnvoll fragen. Ja. Ja. Und die fühlten sich dadurch auch beachtet. Ja, nee, klar, es ist ja auch, glaube ich, schön, einfach von seiner Heimat auch erzählen zu können. Ja. Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass schwarze Menschen, die hier in Deutschland geboren sind und dann öfters mal die Frage bekommen, okay, wo kommst du eigentlich her? Und du sagst dann, ja, Düsseldorf. Dass das dann natürlich irgendwann vielleicht nervig ist, dass man sagt, ja, ich wohne hier aber in Deutschland und ich habe hier gelebt. Das Problem an der Sache ist ja einfach, dass man als deutscher Bürger das natürlich nicht unterscheiden kann, erstmal, ne, vom ersten Aussehen. Richtig. Also wie willst du es machen? Ne? Also irgendwann kann ja, man die, ja die Konsequenz ist, wenn man das weiterdenkt, dann spricht man sie nicht mehr an. Weil man ja doch nur was falsch machen kann. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass es im Interesse dieser 500.000 bis einer Million People of Color oder afrikanischer Herkunft oder viele sind ja auch Kinder von Besatzungssoldaten aus Amerika und Frankreich, dass die das so wollen. Das ist eine völlige Fehlwahrnehmung und man darf sich nicht von dieser Übertreibungs- und Dogmatik-Welle mitreißen lassen, auf keinen Fall. Man muss gegenhalten und wie. Ja, ja. Ist das dann auch vielleicht so eine Gefahr, auf die wir zusteuern, dass, sag ich mal, wenn das in so extremistische, in Anführungszeichen, Richtungen geht, dass natürlich die andere Seite auch extremer wird und dass es dadurch vielleicht zu einer größeren Spaltung kommt von den Menschen und Leute mehr nach rechts vielleicht abdriften? Also das habe ich in meiner Stellungnahme zum Rathaus gleich formuliert, dass diese Linksidentitären, nenne ich sie mal so, wie die Idira, in Gefahr stehen, dass sie von der viel breiteren
Strömung der Rechtsidentitären, von Reichsbürgern zu Querdenkern und anderen hineingesogen werden. Und dass auf diese, erstens sich das rechte Spektrum auf diese Weise erweitert und zweitens natürlich eine Gegenreaktion zu erwarten ist. Ich habe noch mal noch ein paar Skandale mal rausgesucht, ja, aus dem letzten Jahr ungefähr, die im Fernsehen halt stattgefunden haben. Und da hatten wir zum Beispiel, haben Sie die Simpsons mal geguckt? Nee. Gar nicht. So, da gibt es diesen einen Charakter namens Apu. Und Apu ist ein Inder und wird von einem vom Synchronsprecher gesprochen, der Amerikaner ist und mit einem indischen Akzent halt gesprochen. So, und da gab es dann einen großen Aufschrei, da gab es auch eine Dokumentation vom Komiker Hari Kondabolu, der dann gesagt hat, die Person an sich, der Apu, dieser Inder, sei zu simpel, zu stereotypisch und zu rassistisch angelegt, aufgrund auch dieses markanten Akzents, den dieser Synchronsprecher spricht. Und da wurde dann auch gesagt, eigentlich sollten indische Figuren dann auch wirklich von Indern synchronisiert werden, oder ne, die dann die Sprache sprechen. Wie sehen Sie das? Na, wir kennen ja diesen Fall, dass das Gedicht, das bei der Amtseinführung von Biden gesprochen worden ist, von einer holländischen Übersetzerin nicht übersetzt werden durfte, weil sie keine Afroamerikanerin war. Genau, das ist ja ein ähnliches Beispiel. Das ist der ähnliche Fall. Und das ist absurd, denn dürfen deutsche Slawisten nicht Dostojewski übersetzen, ja, und so weiter. Das sind alles rassistische Querulanten, die in dieser Weise argumentieren und die Meinungs- und Zensur ausüben und für freiberufliche Journalisten, Übersetzer und dergleichen natürlich auch eine Gefahr darstellen, weil die Verlage dann auch sagen, ach, bevor wir Ärger haben, lassen wir es lieber. Ja. Dann haben wir noch eine weitere Sache. Im Mai 20 war das. Das war die Volkswagen-Werbung vom Golf 8. Ich weiß nicht, ob Sie die mitbekommen haben. Die ist auf Instagram gelaufen. Ich kann mal kurz erklären, dass ein dunkelhäutiger Mann stand vor diesem Golf und wurde dann von einer weißen Hand quasi, von einer weiblichen weißen Hand herumgeschoben. Die war recht groß, die weiße Hand, und dann hat er den schwarzen Mann so genommen und wurde so rumgeschoben und dann in dieses Restaurant geschnippt, das Petit Colon, kleiner Siedler, bedeutet. Die Schnipshand, also es gab da mehrere Sachen, die auffällig waren, war halt so, und das deutet auf das White Power Zeichen hin. Und aus den Buchstaben, die zum Schluss aufgetaucht sind, konnte man, wenn man die in die richtige Reihenfolge gesetzt hat, das Wort Neger bilden. Also da stand dann der neue Golf, und als erstes sind halt die Buchstaben für, also die N-E-G-E-R, und das L war auch schon klein zu sehen. Aber die waren nicht in der richtigen Reihenfolge, aber die konnte man dann so zusammensetzen, dass daraus Neger entsteht. Sehr unglückliche Werbung, würde ich sagen, wie sehen Sie das? Das ist instinktlos, ja, von der Werbeabteilung, ja, eines Großkonzerns. Ja. Ja. Warum muss man dieses Bild wählen? Also, was versprechen die sich davon? Ich habe mich halt gefragt in dieser Situation vor allen Dingen, was will mir die Werbung aussagen an sich? Das war für mich die Frage. Ja. Und ich habe dann, kann mir halt aber nicht vorstellen, dass VW, ein Unternehmen, was überall tätig ist, eine rassistische Werbung mit Absicht produziert. So, oder vielleicht um Aufmerksamkeit zu erregen, könnte sein. Aber ich habe mich dann halt tiefer damit nochmal auseinandergesetzt. Und zum Beispiel das Restaurant Petit Colon ist ein sehr, sehr edles Restaurant in Argentinien. Ja. Ja? Genau. Und man muss bei Instagram-Werbung muss man immer den Kontext, glaube ich, betrachten zu den davor gezeigten Werbungen. Und da habe ich halt aus mehreren Quellen gelesen, über YouTube-Kommentare und so, ich habe mir wirklich sehr viel durchgelesen, dass es wohl so ist, dass der Mann, der schwarze Mann und die Frau wohl ein Paar waren, also die Hand von der Frau irgendwie ein Pärchen waren. Und
diese Steuerung des Mannes in das Restaurant, quasi diese Touch- und Bewegungssteuerung, die in diesem Auto verbaut ist, dass das so irgendwie so ein bisschen darstellen wollte. Nach wie vor trotzdem unglücklich. Ich weiß halt manchmal nicht, ob trotzdem irgendwie zu viel rein interpretiert wurde. Zum Beispiel beim Schnipsen. Wie soll man sonst schnipsen? Also, und das White-Power-Zeichen an sich Ja, ist ja auch kenne eine. ich gar nicht. Nee, genau. Und das ist auch eine Idee von dem Forum 4chan gewesen, Ja. die das dann etabliert haben und was sich dann irgendwann eingebürgert hat, obwohl es eigentlich gar nicht existiert hat. Und auch mit den Buchstaben zum Schluss kann man halt drüber streiten, ob man sich das dann so zusammenbindet, dass dann Neger bei rauskommt. Weiß ich nicht. Also finde ich, weiß ich nicht, ob das manchmal zu übertrieben dargelegt wird auch wieder, ne? Also Unglücklich trotzdem. Sensibilität bei der Werbung angesichts dieser Diskussion halte ich ja nun für ein Mindestgebot. Schon alleine auch, um damit sie erfolgreich ist. Also es sei denn, dass sie damit konfrontieren will und Aufmerksamkeit erwecken will, aber dann ist es widerlich. Das scheint mir, dass gleichzeitig alles so rassistisch oder diskriminierend interpretiert wird, ist eben auch eine extreme Übertreibung und ist auch irgendwie überflüssig und schadet eigentlich denen, die diese Übertreibung machten, in ihrem Weg in die Integration dieser Gesellschaft. Ja, sagen. Ja, aber dieser, es ist ja schon ein Fehler, dass man Rassismus nur auf Afrikaner bezieht. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Und den Rest der Welt und was sonst noch stattfindet oder stattgefunden hat, ausblendet. Und sie tun sich keinen Gefallen, mit dieser Art auch fehlerhaften Opferidentifizierung. Das kann man ihnen nur sagen, lasst die Finger davon, redet kritisch für Demokratie und Frieden in Afrika, zeigt die Finger auf die Herren, die wirklich ganz schäbig mit abhängigen Afrikanern umgehen können. Viel schlimmer als jetzt etwa Entwicklungshelfer oder GDZ-Leute oder so, das in Afrika praktizieren. Das ist gravierend, wie afrikanische Herren mit und angestellten Afrikanern umgehen. Ja. Und das sollten Sie mal im Rahmen der Demokratiebewegung zum Thema machen. Wieso Ja. passiert uns das in Afrika? Ja, es fehlt irgendwie immer so ein bisschen das Gesamtbild. Es wird halt immer nur so eine Seite präsentiert. Wie Sie gesagt haben, es ist sehr, sehr einseitig, Ja. die ganze Debatte, ne, die da geführt wird. Genau. Martin Sonneborn hat im Januar 21 ein T-Shirt rausgebracht. Martin Sonneborn, kennen Sie? Nein. Ah, okay, ist der Parteiführer von Die Partei einer Ach Satirepartei. die, ja. Genau. Und macht ja immer wieder mal Sachen, die für ein bisschen Aufregung sorgen. Und diesmal war es halt so eine Anspielung auf Donald Trump Fanartikel, die trotz seiner antichinesischer Politik in China hergestellt werden. Ja. Und da hat er halt auf das T-Shirt geschrieben, auf Wiedersehen, Amerika, haben Sie gute Flug runter. Und hat dann dieses Sprachfehler-Klischee bedient, wo dann eine ganze Twitter-Bubble sich drüber echauffiert und aufgeregt hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Klischees, darf man darüber Witze machen oder nicht? Ne? Es ist Naja, Satire muss möglich sein und da will ich jetzt kann ich Zensor werden. ja. Eine ganz besondere Sendung war die WDR-Sendung, die Letzte Instanz. Aufgrund dessen ist ja dann auch die andere WDR-Sendung entstanden, von denen ich Ihnen vorhin erzählt habe, wo die drei schwarzen Frauen Ja. abgesagt haben. Da waren nämlich Jeanine Kunze, Thomas Gottschalk, Jürgen Milski und Micky Beisenherz zu Gast und die über Rassismus geredet haben. Und die haben sich ja recht locker darüber unterhalten und meinten dann auch sowas wie, ja, der Zentralrat der Sinti übertreibt auch in manchen Punkten, wenn man sagt, die Zigeunersoße soll nicht mehr so genannt werden. Ja. Und Thomas Gottschalk hat ein Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, dass er sich als Jimi Hendrix mal schwarz angemalt hat und für ihn war das so eine,
eine Verbeugung vor Jimi Hendrix und keine Beleidigung gegenüber Schwarze. So, und da gab es einen riesigen Aufstand, dass man sowas ja auch gar nicht sagen darf und sollte. Ich finde übrigens nur so am Rande, ich finde die Auswahl der Gäste auch ein bisschen fragwürdig, aber die da in der Sendung waren, aber ja, genau. Es ist Ja, ich habe das in diese nee, Sendung nicht gesehen, genau. nicht gesehen, Können Sie nicht so aber viel zu ich sagen. finde diese Empfindlichkeiten und Zuspitzungen und vielleicht ja auch die Auswahl für abwegig. Ich sehe ja überhaupt nicht ein. Ich habe auch nicht eingesehen, warum sie die Natasha Kelly so im ZDF so groß rausgebracht haben, obwohl sie eine ganz andere Tendenz in dieser Sendung drin haben wollen und dass sie keine Afrodeutschen mit Integrationserfahrung und einem anderen Bild als Gegengewicht da reingestellt haben, obwohl es die ja gibt. Ja, Also klar. da ist eben mangelnde Rücksichtnahme auf diejenigen, die integriert sind, Auf da jeden Fall, dabei. auf jeden Fall. Ja, da fehlt dann so ein bisschen die Gegenposition. Ne? Das So ist ja ist wieder es. das Ding, da drehen wir uns ja auch wieder ein bisschen im Kreis, dass dann dass halt zu wenig Debatten geführt werden, sondern immer nur einseitig berichtet wird Naja. und zu wenig die Gegenseite auch zu Wort kommt. Genau. Ja, zu Thomas Gottschalk, der sich ja da schwarz angemalt hat, so wie er es berichtet hat. Da gab es dann beim BR auch nochmal eine Sendung mit Helmut Schleich, der einen schwarzen Diktator gemimt hat. Das ist eine Figur, die hat er schon sehr, sehr lange, seit 2011 ungefähr, Ja. macht er die, ist auch ein Satiriker. Und da wurde sich dann auch in diesem Jahr dann echauffiert drüber, dass der sich schwarz angemalt hat. Und da ist jetzt so die Frage, ja, Blackfacing, ist das eine sehr rassistische Angelegenheit oder muss man das mit Schauspielerei noch mal auseinanderhalten? Das Letzte ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Schauspieler spielen ihre Rollen. Und das gehört in das Konzept des Gesamtstückes und auch der Regie. Und das muss möglich sein. Und die müssen auch Menschen aus anderen Kulturen darstellen. Ob sie sie nur unbedingt schwarz anmalen müssen, ist eine andere Frage. Das ist angesichts der angeheizten Diskussion möglicherweise jetzt nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es natürlich auch gute afrikanische Schauspieler. Nicht? Also das ist taktlos. Im Grunde von einem Regisseur, dass er meint, er müsste eine schwarze Hauptrolle schwarz anmalen lassen. Wenn sie das vor 30, 40, 50 Jahren gemacht hatten, da hatten sie keine oder auch kein Bewusstsein davon, dann war das mal, ist es eben gewesen. Aber wir haben doch in den amerikanischen Filmen bei Hollywood unser dermaßen viele afrikanische Schauspieler hoher Qualität. Und man weiß ja, dass es sie gibt. Ja, Oder dann Schauspielerinnen so. natürlich auch, dass es sie gibt und darauf sollte man dann doch durchaus auch Wert legen. Sollte man sie auch Ja, einsetzen, ja. anstatt das auf jeden Fall. Bei der Schleich-Sendung ist vielleicht nochmal zu beachten, dass der Herr Schleich, der das produziert an sich, dass er generell alle Rollen spielt, die er spielt. Ne? Ja, ja, Und ja. da ist es dann wieder die Sache. Wer würde es jetzt, würde sich da jetzt ein Afrikaner hinsetzen, würde das Konzept der Sendung irgendwie ja auch wieder nicht mehr aufgehen, wahrscheinlich. Und da ist dann wieder die Frage, kann Ja, man ein das dann Satiriker machen? und Schauspieler muss praktisch in alle Rollen hineingehen können. Und dann kommt es auch an, ob er das glaubwürdig macht oder nicht. Und wenn er es satirisch macht, dann muss es trotzdem glaubwürdig sein. Das sowieso, ja. Das sind so Selbstverständlichkeiten über die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Wissenschaft, die nicht verloren gehen dürfen durch solche dogmatischen Entwicklungen, die wir zurzeit hier haben und die Medien auch weit über das notwendige Maß hinaus verbreiten. Ja, ich glaube, Herr Blei, dann Sind wir durch? haben wir im Großen und Ganzen alles abgehakt. Okay. Vielleicht noch eine letzte Sache. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in dem Bereich? Wo soll das Ganze hingehen? Ich denke, dass wir offensiv diese extrem dogmatischen Positionen kritisieren müssen und Gegenpositionen betreten.
Ich werde in meinen Vorträgen ganz eindeutig afrikanische Herrschaft benennen, Adel, König, Könige, Sklaverei und sagen, wollt ihr die wirklich zu Opfern machen oder wollt ihr lieber zur Demokratiebewegung gehören, die eben auch bei euch menschliche Gewaltanwendung angreifen? Dann wünsche ich Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Und ja, danke schön. Viel okay. Glück. Ja, ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Ja, ich bin auch gespannt, was man noch so von Ihnen auch zu hören bekommt in den nächsten Monaten, Jahren. Ja. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend jetzt. Ja, ich danke Ihnen. Okay, und vielen Dank, den H1-Kameramann. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Auch da. Ja, vielen Dank.